Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ich hatte gerade was getrunken. Mann. Und ich suche eine Höhle. Wo hast du denn die Biene gefunden? Diese Goldrum-Rumbiene, Ja. indem ich Dingsen abgeholzt habe. Die Bäume. Welche Bäume? Also ich habe sie jetzt unter dem Birkenbaum, weil ich ja der Samara gesucht habe. Birkenbaum, also die hellen Bäume. So, Magis Höhle. Wo ist denn hier eine Höhle? Ich sehe hier keine Höhle. Ich sehe hier einen Drachentempel und das war's. Birkenbäume abholzen. Ich meine, das Holz verkaufe ich dann gleich. Glaube, die kommt sowieso nicht abends raus. Naja, gut. Okay, es hat sich jemand zu mir hinge. Da weiß ich nicht, bei mir stand dann plötzlich so ein Typ. Okay. Vielleicht wollte dich ein bisschen näher kennenlernen. Tut mir leid, ich glaube, Mario findet das nicht so toll. Wie sieht diese Gespinstmutter aus? Das wäre dann ja die nächste Frage. Wo kann das denn sein? Also, die Höhle existiert gar nicht. Und wenn, dann weiß ich nicht, wo die Höhle existiert. Ich kann dir das auch nicht sagen. Hast Weil du da so oben noch? hin kommst du ja auch nicht. Immer Nachtmutter, okay, also nicht. Dann kommt man auch nicht weiter. Da vielleicht weiter? Nee. Ich brauche eine Dann kann Biene. man da vielleicht hoch? In einen Baum? Nee, es ist alles zu steil. Wobei, wir können mal schicken. Okay, den kann man nicht abfangen. Du bist auch nur so eine Also nochmal Nachtmotte. extra Wand, okay. Man kommt da also nicht hoch. Nein. Weiß nicht, wie viele Bildnisse ich jetzt mittlerweile schon gefällt habe, aber es sind da schon einige. Nein, hier ist auch nichts.
jetzt mal. Ich guck jetzt mal so. Was guckst du dann? Ja, wo der Bergbau im Klima ist. Achso. Bergbau. Wo kann man gucken? Also ein paar Dinge finden. Wahrscheinlich spawnen die nicht mal abends. So. Ist gerade ein bisschen frustrierend. Nötig vom Klima direkt neben dem Eingang zu den Wohngebieten befindet sich eine weitere Kupfervorkommen. Bitte schön, das ist aber nicht das, was wir wollten. Gibt's, wenn ich so weitermache, gibt es hier gleich gar keine Bäume mehr. Mal kurz, ob wir hier noch irgendwelche Viecher finden. Sternensteine, Amethyst, Aquamarin, Zitrin. Und so finden wir dann noch ein paar Schopperhaufen. Orte, ja. Möbelrezepte, Quests, Materialien. Fälle 600 Bäume. Nice. Immer noch nicht. Das sind ja jetzt die ganzen Fische. Wir müssen dir auch gleich die Käfer kommen. Wie viele Fische gibt es denn? Oh mein Gott. Viele. So. Warum planten Bahari ganz tags? So kriegt man die Bahari-Biene. So, wir wollen ja jetzt den Stolz. Du bist aber nur die ganz normale Libelle, oder? Wir können ja mal gucken. Wo bist du denn? Ah, oder meint ihr als Bergbau in Kilima, dass wir Steine abbauen müssen? Okay. Und da unter scheint dann irgendwo dieser Scheißkäfer zu sein. Na super. Ich muss auch noch Steine hacken hier. Pinselschweiflibelle, okay, das war sie nicht. Ich glaube, die, die du suchst, die kriegst du nur auf der anderen Seite. Also ja. Bahari. Ja, dann suchen wir mal unter Steinchen. Was suchst du denn jetzt? Ich suche jetzt hier diesen stolzen Schakalaka-Käfer. Schakalaka-Käfer? Oh, ich habe meinen auch nicht gekriegt. Ist gerade ärgerlich. Naja, ich muss ja nur Steinchen kloppen, also. Aber kein vorbeigekriegt. Ich muss wieder diese blöde Motte. Noch die irdische Spine. Manu. Irgendwelche Steinchen? Nein, gut. Hey, Steinchen, hey, Steinchen, hey, Steinchen. Oh. Kannst du da nicht auch Kupfer abbauen? Oder muss das Stein sein? Nee, Kupfer, Stein, egal, irgendwas, was man abbauen kann. Okay.
bist du? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ich hatte ihn nämlich gerade. Leck mich fett, ich bin der Frühling, Alter. Also hier sind ganz viele Nachtmotten, ja. Zumindest das war der. Ein bisschen Leuchtekäfer. Keine Ahnung, wie der aussieht. Ich habe nur was Großes, Käferartiges wegrennen sehen. Das ist scheiße. Und ich kann mir den ja noch nicht mal dann, wenn du den hast oder so, von dir wünschen, weil, ne, ich den ja noch nicht hatte. Nee. Das ist auch wieder so eine ganz normale Mutter. Ganz normale Motto. Kein vom Bein gefunden, ey. Ich mach mal kurz die Tempelseite auf hier. Oh, ist schon wieder 22 Uhr, brauche ich auch nicht mehr. Muss sowieso gleich feiern. Ich hab den Hirschkäfer. Ja, nice. So, so gefüllte Pilze mit Speck muss ich noch machen. Dann muss ich noch den Qualitätsdünger für Nayo suchen. Und die Rahmen für Batru. Dann habe ich alle. Habe ich für heute alle ein Geschenk gegeben. Oder konnte ich ein Geschenk geben? Na süße. Da waren doch auch Gerichte drin, oder? In dem Guide? Ja, da sind auch Gerichte drin. Zumindest wenn du da im Wiki drin bist. Ja, sowas ähnliches. Was ähnliches? Alle Rezepte und sonstige Gegenstände. Angeln. Anders. Was ist dieser Käfer? Palier Rezepte. Dann wollen wir mal gucken, ob unser Eisen jetzt fertig geschmolzen ist. Mal kurz verkaufen. Alle 15 Rezepte und Zutaten. 50 Stück sind. Was soll ich fertig machen? Gefüllte Pilze mit Speck. Das Rezept befindet sich im hinteren Teil Bauernhauses gleich links vom Ofen. Welches Bauernhaus? Keine Ahnung. Oh, ich habe wieder so einen süßen Teppich und ich kann dir den nicht schenken. Das einzigste, welches Bauernhaus ich kenne, ist wirklich vom Badruf. Ja, vielleicht ist es das ja. Ansonsten kenne ich hier keine Bauernhäuser. Wegwürfen platzieren, aber ich kann. Umschalten, Freundschaft beenden, blockieren, Meldung, Kudos geben.
Okay. Der Mond ist aufgegangen. Wow. So, Bauernhaus. Das hatten wir schon mal. Im hinteren Teil des Bauernhauses, gleich links vom Hof. Was wollte ich denn jetzt? Was wollte ich? Yep, alles klar, hab ich. Was ist? So. Da haben wir schon alles gemacht. Wie sieht's hier aus? So, das hab ich. Müssen wir wieder ein paar Tomaten, glaube ich, machen, oder? Dann packen wir jetzt mal die hier rein. Könnt ihr als nächstes durchputzen? Oh ja, stimmt. Ich habe ja gar nicht hinten nochmal Dings geguckt. Und die sind alle fertig. Ach du Kacke. Das ist die Spielwelt. Ja, aber ich suche Rahmen. 13 Tomaten. Warum machen wir die hier ein? Jetzt haben wir so viel zum Einmachen und jetzt habe ich nichts mehr, was ich einmachen kann, weil ich alles verkauft habe. Ich glaube, das gibt Geld. Okay. Nein, ich habe nicht so viel Platz. Die Rahmen kann ich nicht machen. Warum? Gibt's nicht als Rezept. Doch, ich habe das auch. Hast du? Ja. Was braucht man denn dafür und wo hast du es her? Ja, wo ich das her habe? Keine Ahnung. Frag mich was leichteres. Warte mal. So, du Qualität, kannst du da mal rein. Qualitätsdünger müsste ich doch eigentlich bei Bart kriegen, oder? Du kannst dann nochmal drauf. Oh nein, jetzt klemme ich da fest. Und die Steine. Dabei. Und da mal. Und mal den packen wir jetzt dahin. Na, Bart, da hin. Da bist du ja. Warte. Wo wir mal reingehen. So, was wolltest du jetzt haben? Chips-Pastete. Rahmen. Rahmen. Du bist ganz unten, ne? Dafür brauchst du Pilze, Eier, Weizen und Knoblauch. Okay. Hab mir jetzt aber nicht, wo ich die hergekriegt habe. Ich habe keine Ahnung. Man kann auch so kaufen, ne? Nee. Wo ist immer Rezept? Oh nein. Ja, dann kann ich das ja so oder so nicht machen, also. Muss immer nachlesen, wo du es herkriegst. Ja. Aber ich glaube, das habe ich aus der Küche vom Batru, habe ich das, glaube ich, rausgeholt. Ne, bei Batru in der Küche, da ist dieses gefüllte Pilze mit Speck. Ah, okay. Qualitätsdünger. Hat Seki den? Wo kriege ich den Qualitätsdünger denn jetzt her, wenn nicht von ihm oder von ihm? Oh. Qualitätsdünger, das kriegst du doch von Seki. Nee, ich brauche hier so einen Qualitätsplusdünger, aber Seki hat den gerade nicht. Okay. Der hat jetzt wilden Knoblauch. Ah ja. Gut. Hatte mir vielleicht bei mir irgendwas anderes? Keine Ahnung.
Okay, Leute, das war's dann für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.